Die Hoffnung auf weitere Hilfen der Europäischen Zentralbank für kriselnde Euro-Staaten ist nach wie vor spürbar vorhanden. Das stützt im Moment auch weiter den deutschen Aktienindex, der sich doch relativ sicher über der Marke von 7.000 Punkten im Moment halten kann. Er notiert bei 7.075 Zählern mit 42 Punkten oder 0,6% im Plus. Der Höchstkurs lag heute schon mal bei 7.081 Punkten. Das veranlasst nun aber wieder die kurzfristig orientierten Derivateanleger auf fallende Kurse des DAX zu setzen. Gestern hatten sie es auch getan. Da lief es für sie recht gut, da sich der DAX im Tagesverlauf der 7.000er Marke von oben nochmals annäherte. Es ist aber insgesamt recht ruhig am Markt. Zeit für uns, dass wir uns mal mit Einzelwerten beschäftigen. Und da kommen wir zunächst erst einmal auf die Apple-Aktie zu sprechen. Apple ist nämlich seit gestern das teuerste, das wertvollste Unternehmen der Welt mit einem Börsenwert von 623 Milliarden US-Dollar. Man wartet hier auf neue Geräte, auf das iPhone 5, was möglicherweise schon im September vorgestellt werden soll. Und dann natürlich auch nach wie vor, da gibt es viele Gerüchte, auf einen neuen Fernseher von Apple. Vielleicht auch hier mit neuen Innovationen in dieser doch auch sehr wettbewerbsstarken Branche. Das tut aber dem Run auf Apple selbst und auch auf die Aktie keinen Abbruch. Vor allen Dingen auch Call-Optionsscheine waren in den vergangenen Tagen hier immer wieder gesucht. Hier sagt man sich offenbar, wenn neue Rekordstände in der Aktie erreicht wurden und diese notiert gerade hier an der Börse Stuttgart bei 540,30 Euro mit 0,6% im Plus, na dann scheint der Weg nach oben charttechnisch zumindest erst einmal frei zu sein. Und das treibt wahrscheinlich hier die Anleger auch weiter in entsprechende Produkte hinein, mit denen man von steigenden Kursen profitiert. Wir schauen auch noch mal in die zweite Reihe. Die Sixt hat nämlich Zahlen gemeldet. Da gab es einen Gewinnrückgang im ersten Halbjahr. Aber die Analysten waren trotzdem positiv überrascht, da die Ergebnisse über den Erwartungen lagen. Und so heißt es jetzt auch, dass der Gesamtjahresgewinn, die bisherige Prognose von 1,72 Euro je Aktie, wahrscheinlich übertreffen werde. Und deswegen klettert im Moment die Sixt-Aktie um 1,8% auf 14,65 Euro und liegt damit an der Spitze im SDAX.